Hallihallo, ihr Lieben. Es gibt schon wieder ein neues Video von mir. Und ja, ich möchte in diesem Video nochmal die Sache mit dem Deckel-Upcycling oder ja, mit diesem Deckel anschneiden. Und zwar habe ich ja aus diesen Verschlussdeckeln von Gläsern und so weiter, hatte ich ja im letzten Video, beziehungsweise im vorletzten Video, glaube ich, hatte ich ja so kleine Bilderrahmen oder wie auch immer man das nennen mag, gemacht. Und dann habe ich mir so überlegt, vielleicht geht da sogar noch mehr, weil das ist ja auch noch vertieft. Und dann ist mir jetzt so über Nacht, ich weiß auch nicht, irgendwie werde ich dann manchmal so wach und dann habe ich dann so eine Idee und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und ja, dann genau, dann ist mir halt so eingefallen, dass man vielleicht halt einfach noch mehr daraus machen kann und das noch weiter füllen kann, dass man dann irgendwie so ein richtiges, schönes 3D-Objekt hat. Das ist jetzt, ich habe das jetzt noch nicht getestet vorher. Das werde ich jetzt hier im Video auch als zum ersten Mal jetzt so machen mit euch. Ich weiß nicht, ob das klappt. Mal sehen. Ich denke, ich habe das einmal so kurz reingelegt und so. Dann habe ich mir das geht also schon. Von daher werde ich das jetzt mal so machen. Und genau, also es gibt ein paar Leute, die sagen, ich habe so viele Ideen oder so und die, ich weiß nicht, die kommen da vielleicht nicht so ganz mit, aber ich wollte mal dazu sagen, ihr müsst das ja auch nicht alles sofort nachmachen oder so, ne? Die Videos sind ja jetzt immer da und man kann das, ich mache ja auch nicht immer alles direkt, wenn ich was sehe oder so, sondern dann mache ich mir eine Notiz oder irgendwie sowas und dann mache ich das dann irgendwann mal, wenn ich wieder Lust dazu habe da, oder mir die Idee wieder kommt oder was auch immer. Ne? Also man muss ja nicht immer alles sofort auch nachmachen. Von daher mache ich jetzt mal einfach immer so weiter und wenn ich eine Idee habe, dann möchte ich die natürlich auch mit euch teilen. Ne? Genau, so, also ihr nehmt einfach einen normalen Deckel, der ist jetzt ein bisschen größer, der ist jetzt von so einem so einem Sauerkraut-Topf, glaube ich, von dieser Marke. Genau, der ist jetzt etwas größer als hier der. Ne? Also deswegen, da soll jetzt auch etwas mehr rein. Genau, den habe ich jetzt, das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den nur schon mal am Rand, damit die Farbe dann jetzt schon mal trocken ist, habe ich den jetzt mit so ein bisschen Gold, Grün-Gold-Metallic-Farben so angemalt, damit das jetzt schon mal getrocknet ist. Genau, und jetzt habe ich mir hier noch, und das habe ich auch schon mal vorbereitet, einfach so ein Scrapbook-Papier ausgeschnitten in der runden Form, damit dass man das hier so reinkleben kann. Genau, und das machen wir jetzt mal direkt. Weil manchmal dann, wenn ich dann halt so eine Idee habe oder so, dann muss ich die natürlich auch schnell, also ich muss das auch eigentlich dann doch schnellstmöglich umsetzen, weil sonst, wenn dann kommt vielleicht wieder was Neues dazu und dann, oder ich vergesse es wieder oder die Idee ist dann nicht mehr ganz so so frisch und dann weiß ich nicht mehr genau, wie wollte ich es nochmal machen oder so. Deswegen kann es sein, dass auch schon mal zwei oder so oder Videos am Tag so hochkommen von mir. Aber wie gesagt, ihr könnt das ja dann irgendwann mal machen, ne? Wenn ihr dann Zeit habt und Lust. So, genau. So, jetzt haben wir hier schon mal so einen Hintergrund geschaffen. Jetzt möchte ich, also das soll so richtig, ich wollte das jetzt auffüllen mit irgendwie was. Ich habe aber jetzt hier zu Hause jetzt aktuell nicht direkt was da. Weil ich hatte mir vorgestellt, einfach so mit so Ziermoos oder wie das heißt, also was man so im Baumarkt oder im Gartengeschäft so kaufen kann, so was man auch für Blumengestecke und so weiter nimmt oder so Steckschaum gibt es ja auch. Aber dann, sowas hatte ich jetzt eigentlich alles gar nicht da. Ich hatte aber, ich habe so ein Gesteck mit Blumen, beziehungsweise mit so Sukkulenten und so, da ist auch so ein Mooszeug bei und sowas. Ich kann das mal kurz zeigen. Das habe ich jetzt da rausgepflückt. Und zwar hier sowas in der Art.
wie gesagt, ihr könnt auch was anderes nehmen oder auch, wenn ich das nächste Mal im Baumarkt bin, dann werde ich mir vielleicht mal so, ja, so Ziermoos oder wie heißt das, so Fadenmoos, als was man so zum Verzieren nimmt, werde ich mir mal so eine Tüte mitnehmen. Aber das hatte ich jetzt nicht. Deswegen habe ich hier einfach aus meinem Gesteck jetzt was rausgezupft. Und das werde ich jetzt mal so ein bisschen hier einarbeiten. Das mache ich jetzt aber mit meiner Heißklebepistole. Die steht jetzt ein bisschen weiter rechts. Deswegen muss ich mich so ein bisschen darüber schwenken. Ich werde jetzt hier unten einmal so ein bisschen von diesem Moos reinkleben. Und hier oben. Obwohl, das kann ich eigentlich auch noch mit dem normalen Kleber, glaube ich. Mache ich besser mal mit dem, das mache ich noch mit, mal mit dem normalen. Das müsste eigentlich auch reichen. Den Hintergrund, den wird man wahrscheinlich hinterher auch hier nicht mehr sehen. Das ist nur das, dass da halt jetzt nicht so weiß oder irgendwas oder das Gummi dann da durchschimmert, ne? So, das klebe ich jetzt mal hier so rein. Und das jetzt hier so ein bisschen oben hin, weil meine Vorstellung ist halt die gewesen, dass dieses Material, was ich jetzt hier so reinmache, ja, das steht ja jetzt auch etwas vor. Jetzt habe ich leider nicht mehr davon, deswegen hoffe ich mal, dass das ausreichend ist. Und die Objekte, die jetzt noch dazu kommen, die werden ja dann auch dementsprechend vorgehoben. Ne? Dann habe ich hier noch sowas, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist auch so ein, ja, so ein Steckzeug. Das wollte ich auch noch mit einbringen. Mal, dass das gleich nicht zu sehr stört. Das werde ich jetzt aber mal kurz ein bisschen mit Heißkleber ankleben. Moment. Ja, meine Steckdose, die unterm Tisch ist, da komme ich jetzt so schlecht dran. Deswegen musste ich jetzt da hinten die nehmen. Muss ich mich mal immer ein bisschen darüber beugen. So, genau. So, das hält jetzt schon fest. Ja, ein bisschen ein paar Krümel werden da rausfallen, aber da habe ich mir gleich auch noch eine Lösung für überlegt. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das so mache. Das sehen wir dann gleich. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Hintergrund geschaffen. Jetzt habe ich mir aus so einem Collagebuch so kleine Mini, also das Kleinste, was ich gefunden habe, so an den Sachen, so kleine Bilder ausgeschnitten in Fassika-Technik. Also einmal so ein Vögelchen, ein Schmetterling, so ein paar Pilze, bisschen Farn und hier so eine Elfe. Weil das soll nämlich so ein kleines Elfenversteck werden. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt hatte am Anfang. Ich glaube nicht. Genau. So, dann fängt man an oder dann fange ich halt an, mit so die Sachen hier so einzukleben. Also erstmal weiterhin den Hintergrund etwas aufzubauen. So, zum Beispiel, dass dann da so der Pilz, die Pilze sind und hier. So, dann der Farn. Genau, das machen wir mal so. Geht schon an meine Hand. So. Kann dann ja auch nicht mehr rausfallen und so, wenn das mit dem, also das mache ich jetzt auch mit dem Heißkleber, weil ich denke, dass das dafür besser geeignet ist. Ich habe auch eine Pinzette hier liegen. Ich will nicht die Fingerlein verbrennen.
Und dann wollte ich das so ein bisschen nur da drunter stopfen, dass das dann so. So, es fällt also nichts mehr raus, ne? Ja, und dann können wir eigentlich auch schon mit dem mit der Hauptfigur beginnen. Und zwar dachte ich mir, die mache ich dann jetzt ein bisschen zu weit unten geraten, aber dann setze ich jetzt hier so da drauf. Also das klebe ich jetzt auch so drauf. Vielleicht kann man hier noch irgendwie was, noch ein bisschen was drauf machen, dass es noch weiter vorsteht. Oder die Farbe an den Fingern. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass das jetzt ein bisschen zu weit unter der Figur ist. Was mache ich jetzt so? Oder ich mache einfach, es gibt ja diese Klebe, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Klebevierecke da, die man so für auch so 3D-Objekte nimmt. Dann muss ich mal gucken, ob ich die jetzt auf Anhieb jetzt finde. Einen Moment, das probiere ich mal kurz aus. Ja, genau, hier solche, wie, ich weiß nicht, Aufkleber, ich weiß nicht, wie man die jetzt so nennt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die sind dafür da, dass man halt so Sachen etwas hervorhebt. Mal gucken, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht kann man auch ein paar übereinander... Ich habe es so zwei jeweils übereinander gemacht. Ja. Also ihr versteht, was ich meine. Ich möchte das halt, dass das so ein bisschen hervorgehoben ist noch. Dass das nicht direkt auf dem Grünen dann da so ist. So. Ja. Besser. Genau. So, dann möchte ich da, wo habe ich es jetzt? Nicht, dass es noch verloren geht. Die kleinen Teile. Hier soll dann noch so der Schmetterling hin. Und ich dachte mir noch so ein kleiner süßer Vogel, der so hier auch noch so drauf sitzt. Den können wir auch mit diesem Kleber festmachen. Ist natürlich wieder so ein bisschen teilweise so ein bisschen eine Fummelei. Ist auch wieder nicht für jeden was, aber kann man ja machen, wie man möchte, ne? So. Dann steht er auch ein bisschen ab. Hätten wir vielleicht da noch einen. Ja.
So. Genau. Den Schmetterling müssen wir auch noch festmachen. Den mache ich jetzt aber noch mal mit einem Tropfen Heißkleber. Ja, ihr Lieben, und dann dachte ich mir so, dass das irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen etwas Schöneres darstellt in so einem Journal. Und ich hatte auch jetzt überlegt, das halt irgendwie zu. Ich mache mal kurz die kleinen Dinger hier weg, nicht, dass die noch da reinfliegen. Dass das zu schützt, also dass man das vielleicht noch irgendwie so schützt. Da bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher, ob das vielleicht das die richtige Lösung ist oder ob ich das, ob man das einfach so lassen kann, weil es fliegt ja auch nichts. Vielleicht werden sich mal hier und da ein bisschen so ein paar Krümel lösen oder so. Aber im Großen und Ganzen sitzt das ja, ich zeig's mal so jetzt von vorne, wie es so aussieht. Ist jetzt so ein bisschen so ein 3D-Bild entstanden. Das kann man natürlich mit allen möglichen Objekten machen, wie man sich das so vorstellt. Oder man kann ja, es gibt ja noch größere Gläser, ne, dass man vielleicht noch einen größeren Deckel hat oder so und auch noch größere Dinge macht oder halt noch kleinere, wie man möchte. Und jetzt überlege ich halt hier noch, ob ich jetzt, ich hatte das hier schon mal ausgeschnitten, so eine Klebefolie, diese Buchbindefolie. Ob ich die jetzt hier so noch als Schutz so drauf mache, ne? Das, also, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil es ist auch, müsste etwas runtergedrückt werden dann. Im Grunde kann man es eigentlich so lassen. Wie seht ihr ja, es fällt nichts raus und man kann nicht schütteln richtig und so. So, und wenn mal was rausfällt, kann man es ja auch wieder neu reinkleben. So, und was man damit so auch machen könnte, wäre zum Beispiel, ich hatte mal, jetzt hier mal mein Herbstjournal nochmal hervorgekramt. Ja, also dachte ich mir eventuell, jetzt habe ich ja hier schon ein Cover, ne? Aber man vielleicht so, dass man das auch nochmal so als, seht ihr das? Ein bisschen zu weit. Dass man das hier so als Cover draufkleben könnte, ne? Gut, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn hier noch so eine Folie drüber wäre. Aber, oder auch hier rein. Ne? Oder halt einfach, wie ich das jetzt auch schon mit dem anderen gemacht hatte, irgendwo auf eine Seite kleben. Weil das ist, also manche, vielleicht denkt jemand, das wäre zu dick, aber das ist bei, also kommt natürlich immer auf das Journal an. Wenn ihr natürlich wirklich ein dünnes Journal habt oder so, nur so ein Lapbook oder was man da halt so hat, dann ist das natürlich, muss man halt gucken, abwägen, was man da reinmacht. Aber jetzt für so ein normales Journal, wie ich das jetzt hier so zum Beispiel habe, ist das keinesfalls zu dick, ne? Wenn man das mal sich so anschaut. Gut, da ist jetzt auch noch relativ, also hier würde gut noch zwei Signaturen auch reinpassen, ne? Aber je nachdem, was da noch reinkommt, wird es wahrscheinlich so bleiben. Und dann ist es halt auf gar keinen Fall zu dick, ne? So, und dann hat man halt so schöne Elemente noch in seinem Journal. Ja, also, ich werde es jetzt erstmal so lassen. Was meint ihr? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass es besser ist, wenn man noch wie so einen Schutz drauf macht. Ich hatte auch schon überlegt, eventuell, aber da fällt mir jetzt nicht so ein, wie ich das machen soll. Irgendwie so eine, ja, was noch basteln, so eine kleine Klappe oder eine Tür oder irgendwie so ein Deckel, ne? Ich hatte auch schon mal was ausgeschnitten, habe ich jetzt aber, glaube ich, schon wieder weggeräumt. So ein Pappdeckel, den hätte ich dann noch beklebt und hätte das dann so darüber gemacht, aber das hat, das funktioniert nicht so richtig, weil man müsste hier auch ein Scharnier haben und
Ja, vielleicht könnte man hier so Löcher reinmachen und dann irgendwie was, so ein Deckel oder so. Aber also da fällt mir jetzt nicht so spontan was ein. Aber wie gesagt, ist auch eigentlich so gar nicht nötig, ne? So, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch auch wieder gefallen und inspiriert. Und ich bin offen für jede Idee, die ihr habt, wenn euch was einfällt, was man da vielleicht noch so machen könnte, ne? Dann schreibt mir das gerne und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, tschüss.